Blatt 5, Aufgabe Nummer 3. Gegeben ist die nebenstehende Schaltung mit U0 gleich 2 Volt. Die Diode hat die unten skizzierte Kennlinie. Aufgabe 1. Der Widerstand R1 beträgt 20 Ohm und die Frage ist, welcher Strom I fließt durch die Diode. Gut, überlegen wir uns das Ganze wieder. Hier haben wir die Spannung U. Wenn wir das Ganze hier kurz schließen, welcher Strom fließt dann? Machen wir das Ganze, berechnen wir das mal schnell. I Kurzschluss wären 2 Volt geteilt durch 20 Ohm und es wären 100 Milliampere. Okay, das machen wir wie immer. Wir zeichnen einmal hier bei der Spannung 0. Wir haben ja hier den Kurzschluss. Hier haben wir uns mal kurz überlegt, der Kurzschluss 100 Milliampere und unsere Spannung 2 Volt haben wir auch gegeben. Die beiden markieren wir und verbinden beide Punkte mit einer Gerade und dann können wir den Strom hier ablesen. Wir sind hier am Arbeitspunkt AP und wir können den Strom zu 600 Milliampere ablesen. Also können wir das gleich hinschreiben, der Dioden mit 660 Milliampere. So ist es richtig. Somit wäre die Aufgabe A gelöst. Die Aufgabe B lautet, nun werden zwei identische Dioden in Reihe geschaltet, wobei U0 gleich 2 Volt bleibt. Wie groß muss R1 gewählt werden, damit I 25 Milliampere ist? Dazu machen wir Folgendes zuerst. Wir zeichnen erstmal die Schaltung neu. Das zweite, was wir machen, ist, wir duplizieren einfach die Kennlinie hier. Aus der Abbildung in der Aufgabenstellung konnte man ja entnehmen, das hier war 0,7 Volt, da hatten wir 20 Milliampere. Das heißt, wir gehen hier auf 1,4 Volt, 1 Volt, 1,2, 1,4, zeichnen hier ebenfalls 2 20 Milliampere ein. Und den zweiten Punkt, den wir hatten, waren hier bei einem Volt 120 Milliampere und dann sind wir das Doppelte. Bei 2 Volt zeichnen wir jetzt ebenfalls 120 Milliampere ein. Und dann verbinden wir die Punkte zu einer, naja, möglichst exponentiell ausschauenden Funktion zusammen. Die Aufgabenstellung lautet ja, wir wollen, dass durch die ganze Schaltung 25 Milliampere fließt. Das heißt, unser Arbeitspunkt muss so liegen, dass wir den Schnittpunkt hier bei 25 Milliampere haben. Wir wissen, die Gesamtspannung U0 bleibt 2 Volt. Das heißt, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir legen wieder eine Gerade. Hier beginnen bei 2 Volt, den Arbeitspunkt schneidend, möglichst genau hier rein. Ja, in etwa so. Und lesen dann diesen Wert hier oben ab. Wir haben hier in etwa 85 Milliampere. Wie können wir den Widerstand berechnen? R1 ist gleich. Wie haben wir es beim vorigen Beispiel durchgeführt? Wir haben den Kurzschlussstrom berechnet, haben den Kurzschlussstrom hier eingezeichnet. Wir haben unsere Spannung U0 gewusst, haben sie hier eingezeichnet und haben das beide hier verbunden. Naja, wie man hier aus der Gleichung erkennen konnte, da war es genau umgekehrt. Wir haben den Kurzschlussstrom berechnet, jetzt haben wir eben den Kurzschlussstrom gegeben. IK ist gleich 85 Milliampere, das ist das, was wir hier abgelesen haben. Und jetzt müssen wir das Ganze hier nur noch einsetzen. 2 Volt geteilt durch 85 Milliampere. Und dann kommt, ich rechne es mal schnell hier am PC aus, 2 Volt
geteilt durch 0,085, dann kommen in etwa ja, 23,5 Ohm heraus.